Joe, 2:1 Heimsieg heute gegen Holstein Kiel. Jetzt darfst du auch mal lächeln, bitte. Ja, ich habe gelächelt nach dem Spiel. Also nur, wenn man halt so oft in den letzten Wochen halt was Negatives gehört hatte, dann ist es schwer halt zu lächeln. Ich freue mich unheimlich für die Mannschaft und ich freue mich ganz besonders, dass sie halt einfach eine gute Leistung gezeigt haben. Gegen Werder Bremen haben wir uns selber nicht belohnt, aber jetzt heute in Heimspiel haben wir uns belohnt und wir hatten etwas Glück am Ende, gar keine Frage, aber dieses Glück haben wir uns erarbeitet. Wie groß war die Last, die da von den Schultern gefallen ist? Beschreib's mal, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast viel Negatives gehört. Wie groß war die Last, die da runtergefallen ist? Ja, groß. Es ist die schwierigste Situation als Trainer, die ich halt gehabt hatte. Ich habe auch viele Unterstützung halt genossen halt von Jürgen Wehlen, von Lothar Ganz, von dem ganzen Trainerteam und auch von der Mannschaft, was halt unheimlich wichtig ist. Ich habe viele Freunde, Bekannte, Christian Klaasen, der halt mich heute gesimst hatte und einfach Mut zugesprochen hatte, ein Gespräch, was ich halt mit Tommy Reichenberger geführt hatte. Das gibt mir halt unheimlich viel Kraft und nicht nur das, sondern auch, wie die Mannschaft an sich arbeitet. Das ist halt, es tut sehr gut. Sie haben ja von der ersten Minute an wirklich richtig gefightet heute, waren in den Zweikampfen sehr, sehr präsent, sich schnell auch da die Tormöglichkeiten erspielt. In den ersten 10 Minuten habe ich, glaube ich, 3 Möglichkeiten gezählt. Und dann habt ihr die Tore dann auch endlich mal gemacht. Trotzdem wurde es am Ende dann nochmal richtig haarig. Aber es ist halt einfach vielleicht auch die Liga, oder? Definitiv. Also, wir wollten halt weiterhin in der zweiten Halbzeit nach vorne spielen. Das ist uns nicht immer gelungen, aber wir hatten halt 2 gute Chancen in der zweiten Halbzeit. Aber am Ende des Spiels muss man halt einfach sagen, dass wir halt etwas Glück gehabt haben, dass halt mit Fetsch, mit Azemi, mit Dürholz 3 Offensivkräfte reingekommen sind, die halt schon woanders gespielt haben. Also von daher, wir haben uns dieses Glück erarbeitet, wir haben alles da dazwischen geworfen und es war schön. Vielleicht, wenn wir etwas halt vom Kopf her stabiler sind, vielleicht können wir uns hinten reinstellen und dann halt kontern, aber das war heute nicht der Fall. Aber es ist ein guter Anfang. Das ist ja oft auch so nach so einer Niederlagenserie, dass man mental einfach Probleme hat, da rauszukommen. Das hat deine Mannschaft heute sich erarbeitet, das hast du schon gesagt. Welche Rolle haben dabei die Umstellungen gespielt? Kannst du kurz was zum System sagen? Du hast da ja auch Veränderungen vorne vorgenommen auf den Außen. Ja, letztendlich haben wir halt ein bisschen Schnelligkeit aufs Spielfeld gebracht mit Baschkim Rennecke und mit Jus Reimarink und wir wollten auch unbedingt halt vorne in der Spitze nochmal halt diese Drecksarbeit erledigen. Das hat Marc heute zusammen mit Ochi halt überragend umgesetzt. Das, was die gelaufen sind, war schon großartig. Koka wird immer stabiler. Schulle hat in der ersten Halbzeit unglaublich gut gespielt, viele gute Zweikämpfe geführt. Die ganze hintere Reihe, also gerade die beiden Außenverteidiger, die ihr Wege nach vorne gesucht haben und dann die beiden Innenverteidiger, die einfach konsequent gespielt haben. Und auch unser Torwart, der halt in vielen Situationen alles richtig gemacht hatte. Jetzt geht es Dienstag schon weiter, zum Glück für euch, jetzt nach so einem Erlebnis, glaube ich. Das Spiel gegen Erfurt steht an. Was nehmt ihr euch dafür vor? Wie kriegst du deine Mannschaft, die ja heute echt richtig viel gearbeitet hat, da ja auf den Punkt wieder fit? Ja, die Jungs sind fit. Das ist halt ein gutes Stichwort. Also die Jungs sind nicht nur halt physisch halt an ihre Grenze gegangen, sondern mental auch. Und man unterschätzt, wie schwierig das ist, halt diese mentale Erschöpfung wieder halt zu kommen. Deswegen werden wir halt morgen ganz klar halt das Spiel besprechen, nicht nur unsere guten Szenen, die wir halt gehabt haben, sondern auch unsere Fehler ansprechen. Und dann muss ich sagen, ich werde halt die Mannschaft am Sonntag einfach freigeben und einfach ein bisschen runterkommen. Das ist auch schön, dass wir uns halt nicht jeden Tag sehen. Und dann werden wir halt Montag früh trainieren und werden wir halt danach halt anschließend nach Erfurt fahren. Unsere Devise ist immer, über 1 Punkt zu 3 Punkte zu kommen. Und deswegen müssen wir halt gegen Erfurt, gegen eine gute Mannschaft, stabil hinten stehen, versuchen immer unsere Torchancen vorne zu erarbeiten. Aber in dieser Liga ist es nicht selbstverständlich. Eigentlich hebt man ja keine einzelnen Spieler raus, auch nach so einer Kollektivleistung heute. Trotzdem ein Wort nochmal eben zu Christian Groß, der Kapitän wieder zurück und direkt in der Partie drin, auch mit einer riesigen Präsenz direkt im Mittelfeld. War ja doch dann überrascht, dass er jetzt so schnell auch wieder zurückgekommen ist.
Nein, also überrascht ist es nicht. Ich sage Ihnen immer, nach meinem Kreuzbandriss war ich halt nach 2 Wochen wieder da. Nein. Christian ist unheimlich wichtig für unseren Verein, nicht nur für die Mannschaft, für unseren Verein. Und ja, ich freue mich unheimlich, dass er halt auf dem Platz steht. Wir müssen aber trotzdem halt so ihn ein bisschen bremsen. Er hat einen sehr großen Schritt heute gemacht, aber wir können nicht zu viel von unseren Spielern erwarten und die gerade so lange verletzt gewesen sind. Nicht nur Christian Groß, auch Kim Falkenberg, der letzte Woche reingekommen ist, war für mich, ich freue mich als Trainer halt, solche Jungs in der Mannschaft zu haben, die einfach für ihre Mannschaft alles geben und ja, ist schön. Dann genießt den Abend noch, die 3 Punkte und ja, wir freuen uns aufs Spiel Dienstagabend, Joe. Danke. Gerne. Dankeschön.